Hallo, ich bin Tom und ich möchte euch heute zeigen, wie bei mir das Setup eines sehr gut funktionierenden F1-Entlassungsbecken aussieht. Ich werde mit Tipps nicht sparen, jedoch möchte ich erwähnen, dass einige Tipps speziell auf dieses Setup abgestimmt sind. Bei mir sorgt es dafür, dass die kleinen Taiwan Bees ohne Verluste hochkommen. Also, gleich auf ans Werk. Das 54-Liter-Becken läuft bisher seit drei Monaten mit dem Bodengrund Akadama. Körnung 1 bis 2 mm. Das Wasser ist reines Osmosewasser, aufgehörtet mit Bischremp-Mineral GH+, Plus auf Leitwert 200. Durch den aktiven Bodengrund stellen sich die Wasserwerte wie folgt ein, GH4, KH0 und pH 5,8. Im Becken ist ein Söchting-Oxidator. Dieser erzeugt reinen Sauerstoff. Der aktive Sauerstoff oxidiert zusätzlich schädliche Stoffe wie Nitrit- und Kohlenwasserstoffe. Die Oxidationskraft des Gewässers wird ebenfalls erhöht und es kann im Bodengrund nicht mehr gammeln, da der im Wasser gelöste Sauerstoff überall vorhanden ist. Der Oxidator selbst funktioniert mit Wasserstoffperoxid, das im Innern mit Braunsteinstückchen reagiert. Es bildet sich Sauerstoff und dessen Verdrängung drückt die Flüssigkeit langsam und kontinuierlich heraus. Über den Keramikständer wird der Sauerstoff gelöst. Kommen wir zur Filterung. Gefiltert wird ausschließlich mit Luft. Einmal mit einem Bodenfiltermarke Eigenbau sowie mit einem Tetra Brillant Superfilter. Sprechen wir die Vorteile der Filter einzeln durch. Der Tetra Brillant Superfilter ist ausgelegt für Aquarien bis 250 Liter. Unser 54-Liter-Becken erfährt damit eine sehr gute Filterung. Als sehr wichtig erachte ich die enorme Oberfläche dieses Filters. Bei der Fütterung von Blütenpollen saugt der Filter die Pollen an. Dadurch ergibt sich für die Junggarnelen eine ideale Fresswiese auf der Filterpatrone. Weiter ist es möglich, durch das Auswaschen des Filters Dreckpartikel aus dem Aquarium zu bringen beim einsatz eines reinen bodenfilters wäre dies nicht möglich die filterpatrone wird jedoch erst gereinigt wenn der wasserdurchsatz sehr stark nachgelassen hat kommen wir zum selbstbaubodenfilter mit hauptaugenmerk auf günstig und effizient das filterrohr wird mit aquariumsilikon eingeklebt um das rohr und dessen ansauglöcher wird großzügig zeolith mit der körnung 5 bis 8 millimeter eingebracht das Zeolit hat mehrere aufgaben es verhindert das Zusetzen der Ansauglöcher durch feinkörniges Akadama. Weiter kann Zeolit größere Mengen organische Stickstoffe aufnehmen, binden und über die Fähigkeit eines Ionentauschers hochgiftiges Ammonium abbauen. Es filtert und bindet also Gifte aus dem Wasser. Als weitere Einrichtung im Becken darf Moos nicht fehlen. Die kleinen Junggarnelen halten sich gerne darin auf, denn dort ist immer etwas zu fressen zu finden. Versteckmöglichkeiten in Form von Höhlen und Röhren sind gern gesehen bei unseren Kleinen. Für absolut wichtig halte ich es, dass Laub im Becken verfügbar ist. Bei uns gibt es im Regelfall einige Buchen, Eichen und sowie Seemandelbaumblätter. Wichtig bei der Laubgabe ist, dass es in verschiedenen Zersetzungsstadien zur Verfügung steht. Alle 14 Tage ein neues Blättchen eingebracht sorgt dafür. Das Laub kann im Becken verbleiben, bis es sich vollkommen aufgelöst hat. Die Mikroorganismen, die für die Zersetzung sorgen, sind leckeres Futter für unsere Kleinen. Deshalb sparen wir nicht am Laub und verteilen dies im Aquarium. Kommen wir nun zur Fütterung. Junge Taiwan-Bees sind in den ersten Tagen ihres Lebens noch nicht großartig unterwegs im Aquarium. Ich füttere deshalb Blütenpollen aus Peters Laden einige wenige Pollenbobbles morgens und abends. Die Pollen verteilen sich im ganzen Aquarium und werden vom Tetrafilter angesaugt und an der Oberfläche festgehalten. Ideal für die Kleinen zum Abgrasen. Weiter sind Brennesseln der absolute Hit bei unseren Kleinen. Die Brennesselblätter werden eine Minute gekocht, abgeschreckt und kommen dann so ins Becken. Die Brennesselblätter enthalten viel Kalzium und Magnesium das unsere Jungchen zur erfolgreichen Häutung zwingend in ausreichenden Mengen benötigen. Weiteres Futter wie Tetra Tabs und Brennnesselsticks aus Peters Laden biete ich an verschiedenen Stellen im Aquarium an. So kommen die kleinen Racker zwingend an diesen Futterstellen vorbei, wenn sie anfangen, das Aquarium zu erkunden. Weitere Bewohner des Taiwan B-Aufzuchtaquariums sind Quellblasenschnecken. Sie sorgen dafür das Futter, das abtreibt und übersehen wird, nicht gammelt. Weiter bin ich der Überzeugung, dass die Jungchen im Kot der Schnecken fressbare Mikroorganismen finden. Was auch nicht fehlen sollte, ist ein Stück Mangroven- oder Morkienholz. Auch auf diesem tummeln sich fressbare, leckere Mikroorganismen. Kommen wir nun abschließend für mich zum wichtigsten Thema, dem Wasserwechsel. Ich erwähnte eingangs, dass manche Tipps nur in diesem Setup Sinn ergeben. Dazu gehört der Wasserwechsel. In unserem F1-Entlassungsbecken wird sehr spärlich Wasser gewechselt. Alle 14 Tage maximal 2 bis 3 Liter. Die meisten Taiwan-Bijung-Garnelen verschwinden durch Wasserwechsel oft stimmt hierbei der leitwert und zusammensetzung des wechselwassers nicht mit dem beckenwasser überein und die kleinen kippen durch den osmotischen druck bedingt um. junge taiwan bees benötigen jegliche kraft für wachstum. wir sind nun am ende angekommen und ich hoffe ihnen hat dieser kleine film zur aufzucht von taiwan bees gefallen. ich wünsche ihnen jedenfalls maximale erfolge.